Hallo, mein Name ist Marius Ebert. In dieser Videoserie zeige ich, wie man Lösungen generiert für Prüfungsfragen. Diesmal eine Prüfungsfrage aus dem Bereich Personalmanagement. Und zwar geht es hier um Führungsgrundsätze. Und gefragt wird hier nach Sinn und Zweck. Fragezeichen. Das ist also die Prüfungsfrage. Was ist der Sinn und Zweck von Führungsgrundsätzen? Zunächst mal, was sind Führungsgrundsätze? Sind Grundsätze für die Führung, also grundsätzliche Anleitungen. Zum Beispiel, Kritik ist stets sachlich und niemals personenbezogen zu äußern. Das ist ein Führungsgrundsatz. Ja, was ist also der Sinn und Zweck dieser Führungsgrundsätze? Das ist zunächst mal eine Orientierung für die Führungskraft. Denken wir auch an eine Orientierungshilfe, können wir vielleicht schreiben. An eine neue Führungskraft. Wenn sie diese Führungsgrundsätze studiert, dann weiß sie, hat sie Orientierung. Dementsprechend ist es auch eine Verhaltensbeeinflussung. Wenn die Führungskraft ein konkretes Verhalten zeigen muss, dann kann sie sich an diesen Grundsätzen orientieren und das Verhalten entsprechend steuern. Und es hat eine Kontrollfunktion. Warum? Ja, Kontrolle, weil jetzt eine Sollgröße, diese Führungsgrundsätze sind Sollgrößen, das heißt, wir können machen einen Soll-Ist-Vergleich. Auch die Mitarbeiter können, wenn sie die Führungsgrundsätze kennen, und das sollten sie, einen Soll-Ist-Vergleich machen, sodass man auch, und das wäre schon der nächste Zweck, aus der Kontrolle folgt dann eine Verbesserung. So, Sie sehen, das ist also gar nicht so schwer. Was habe ich gemacht? Erstmal den Begriff geklärt, eine Struktur der Lösung mir aufgemalt und dann mir Inhalte überlegt. Klicken Sie nun in meinen Shop, weil Sie dort wertvolle Lernhilfen finden. Videocoachings, Hörbücher, digitale Lernkarten. Klicken Sie auf www.spaßlerndenk-shop.de. Unter dem Video sollten Sie einen Link finden, sonst geben Sie das in Ihr Browserfenster bitte ein. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.